Hey Leute, willkommen zum ersten richtigen Let's Play auf diesem neuen Kanal. Ich hoffe, es wird euch gefallen. Wir spielen jetzt Quantum Break. Die Zeit ist Todesursache Nummer 1. Sie kriegt uns alle. Was Sie wissen müssen ist, die Zeit ist zerbrochen. Ein wachsender Riss führt zum Ende der Zeit. Und wir suchten was, um es in Ordnung zu bringen. Aber es ging schief. Paul Serene konnte uns aufhalten. Er hat Superkräfte. Jack? Wie ich auch. Wir versagten. Jack. Und natürlich gab es Zeitreisen. Jack. War das jetzt zu schnell? Okay. Was besprechen wir als erstes? Sagen Sie es mir. Nochmal von Anfang an. Als Sie zum ersten Mal zur Riverport-Universität kamen. Ich kam nach Hause, um meinen Freund Paul Serene zu sehen. Er wollte mir zeigen, woran er gearbeitet hatte. Mein Bruder Will war Wissenschaftler. Er war auch beteiligt. Paul meinte, es würde die Welt verändern. Er hatte recht. Wow. Hey Mann! Pass auf, wo du hinfährst! Fick dich! Verschwinde von der Straße! Schlampe. Die Riverport-Universität. Wir sind da. Hey. Danke, Kumpel. Kein Problem. Sie waren 6 Jahre weg. Paul und ich waren in Kontakt geblieben, aber mit Will nicht wirklich. Vieles hat sich verändert. Wie hat sich das für Sie angefühlt? Ich war glücklich, Paul wiederzusehen. Und damit herzlich willkommen zu Quantum Break. Harte Nacht gehabt? Ach, ist doch jetzt auch alles völlig scheißegal. Ja. Okay. Ich sollte zu Paul gehen. Paul hat mir gesagt, ich soll zum Physiklabor kommen. Physiklabor, was ist das denn? Bin ich gerade doof, oder? Ah, da. 11. Ich bezweifle, dass er hier draußen ist. Da. Ich gehe besser auf den Campus. Also rechts. Finde Handlungsobjekte in der Welt, um tiefer in die Geschichte von Quantum Break einzutauchen. Du kannst dir bereits eingesammelte Handlungsobjekte im Zeitstrangmenü T des Spiels ansehen. Okay, das ist der erste Zeitstrang. Jack Joyce kommt an der Riverpool University an, um sich mit seinem besten Freund Paul Serene zu treffen, der die Hilfe von jemandem braucht, dem er vertrauen kann. Schwierigkeitsgrad normal. Okay. Sammelobjekte. Wo kann man Sammelobjekte sehen? Ah, okay. Ach so. Okay, gut. Oh, ich bin gerade auf dem Campus angekommen. Wo steckst du? Wie schön, deine Stimme zu hören. Wenn du den Innenhof erreichst, dann schau nach rechts. Dort siehst du das schicke Physiklabor, in dem die Lichter an sind. Ich treffe dich dort drin. Ich freue mich so. Du hast mir immer noch nicht gesagt, worum es hier geht. Ich weiß. Bis gleich. Warum um 4 Uhr nachts? Warum nicht bis zum Morgen warten? Paul war schon immer etwas dramatisch. Gut. Ich werde das Spiel, ich werde jetzt da direkt hinlaufen, da wo wir hin müssen. Ich werde mir das ein bisschen angucken hier. Ich möchte hier so viel mitnehmen wie möglich von dem Spiel. So, Demo-Flyer. Hey du, unternimm etwas sofort. Monarch Solution will den Stolz der Riverport University abreißen.
Die wunderschöne und historische Bibliothek, in der sich zahlreiche Generationen Wissen angeeignet haben. Sie ist Teil unseres kulturellen Erbes, aber es ist ihnen völlig egal. Willst du dich damit einfach abfinden? Natürlich nicht. Unternimmst du etwas dagegen? Selbstverständlich. Zuallererst kannst du online gehen und unter Save the Library Dampf ablassen. Sie werden nur dann von der Sache Abstand nehmen, wenn der Druck der Öffentlichkeit zu groß wird. Zweitens kannst du an unserer Demo teilnehmen, die am 8. Oktober an der Uni stattfindet. Zeigen wir ihnen, dass es noch Menschen in Riverport gibt, denen nicht alles egal ist. Ja, das klingt doch gut. Was haben wir hier noch? Das ist ziemlich unheilvoll. Ja. Join the protest. Was macht der denn da? Die alle besoffen hier, oder was? Tolle Demo. Naja. Ja. Ich nehme auch gerade. Das war wohl eher eine Party als eine Demo. Hey, wo geht es hier zum Physiklabor? Sie meinen die riesige Metallschildkröte hinter mir? Komm zu verfehlen, Mann. Danke. Okay, was haben wir hier noch? Können wir jetzt nach Hause? Aussagen Monais Probleme beseitigen. Die Monais Probleme beenden. Seit Jahren kauft Monais Solution Riverport Stück für Stück auf. Sie bereuen kleine Geschäfte und die ordentliche Kultur, um ihre Unternehmensherrschaft zu festigen. Am 9. Oktober wollen sie die historische Bibliothek der Riverport University abreißen, um Platz für von Monais finanzierte Forschungszentren zu schaffen. Sie sind zu weit gegangen. Schnauze voll davon, wie Monais Solution die Stadt in ein Unternehmensmonopol verwandelt. Wir auch. Es wird Zeit, diesen Austausch von kulturell für Profit aufzuhalten. Es wird Zeit, Monarch aufzuhalten. Am 8. Oktober, 19 Uhr, brauchen wir Hilfe, um ein Bewusstsein für die schädlichen Taten von Monarch unter die Leute zu bringen. Schließen Sie sich unserem Protest am zentralen Innenhof an, schlagen Sie ein Lager auf und genießen Sie die ganze Nacht Musik. Sagen Sie es auch Ihren Freunden, kontaktieren Sie für weitere Informationen Amy Ferrero. Hinweis: bei diesem Event ist Alkohol verboten. Alles klar. Aber überall sind die besoffen. Alles klar, okay. Haben wir hier noch was? Ja. Aushang für Seminar von Sophia Emeril. Gästeseminar? Dr. Sophia Emeril. Donnerstag, 7. September, 19 Uhr. Henry Kim Saal. Dr. Sophia Emeril, die kürzlich zur Leiterin der physikalischen Forschungsabteilung bei Monarch Solutions ernannt wurde, sehr von einem Sohn der Stadt Riverport, Dr. William Joyce, inspiriert und hat sich jetzt der Forschung der praktischen Anwendung von Chronopartikeln verschrieben. Ihre Präsentation wird die Entwicklung der Chronopartikelforschung beleuchten. Im Anschluss findet eine Fragerunde statt mit dem Schwerpunkt Karriereratschläge für angehende Physiker. Alles klar, gut. Was haben wir hier noch so Schönes? Können wir hier irgendwie rein? Nee, ne? Okay. Haben wir hier noch Plakate? Okay. Ist dann nichts weiter? Komm, Amy, lass gut sein für heute. Die Proteste schienen völlig aussichtslos. Das machte mir die Studenten sympathisch. Wie sieht es mit unseren Objekten aus? Okay, 25%. Das ist doch nicht schlecht. Wenn du zu dieser Studentenverbindung gehörst, gut gemacht. Wir werden aufgelöst. Hey, ich komme in Frieden. Ich treffe mich hier nur mit einem Freund. Um 4 Uhr morgens? Ja, ich weiß. Nun, wir leisten Aufklärungsarbeit in Sachen Monarch Solutions. Wenn du wissen möchtest, was sie so auf dem Kerbholz haben, dann frag mich einfach. Okay. Gut, klär mich auf. Okay. Was würdest du davon halten, wenn ein Monopolunternehmen deine Lebensgeschichte komplett durch den Dreck ziehen würde? So viel zu Smalltalk. Gut.
Denn die schicke Bibliothek dort drüben ist über 100 Jahre alt. Sie gehört zum historischen Erbe der Stadt. Und Monarch Solutions hat vor, sie morgen abzureißen. Möchtest du wissen, warum? Wir haben eine Grafik mit allen Details. Okay. Hier, sieh dir die Grafik an. Monarch reißt die Bibliothek ab, um ein weiteres Forschungslabor zu bauen. Und wofür das alles? Du wirst es mir sicher gleich sagen. Um ihre Konzernagenda durchzusetzen. Schau dir diese Zahlen an. Nach und nach übernehmen sie die Stadt. Und niemand will es wahrhaben. Sieht nicht gut aus. Hey, ich muss mich jetzt mit meinem Freund treffen, aber gib den Kampf nicht auf, okay? Na gut. Viel Spaß mit deiner Affäre. Nicht ganz. Was ist das jetzt für ein Film? It's not a lake. It's an ocean. Dark matter and dark energy constitute over 95% of our universe. We're just a speck of light floating in an endless ocean of darkness. Every story finds its writer. Das ist ein schlechter Horrorfilm. Warum ist das so laut? Return. Jetzt im Kino. All of us have two faces. The one we wear for all to see, and the face that lies beneath in the dark. Okay. Kann ich da hinten hin? Ne, kann ich nicht. Schade. Ich hätte gerne noch mit ihr gesprochen. Das ist diese Metallschildkröte. Haben wir hier noch was? Ne, hier haben wir nichts mehr. Paul war schon immer erfolgshungrig. Vom Erfolg getrieben. Er hat es auf eine ganze Reihe dieser junge Unternehmer des Jahreslisten geschafft. Und jetzt koordinierte er ein riesiges Projekt an der Universität. Für ihn war das eine große Sache. Hey. Die Demo ist vorbei. Ab nach Hause. Deshalb bin ich nicht hier, Chef. Sie brauchen nicht den Wachmann rufen. Arschloch. Interessant mit den Augen. Sie gucken sich die ganze Zeit an und wenn man weggeht, dann guckt er auch nach hinten. Los jetzt. Ist geil gemacht. Gehen Sie weiter. Wo ist Ihre Uniform? Was war das? Kommen Sie schon. Ich erkenne Wachleute, wenn ich sie sehe. Sicher, dass sie hier rumschnüffeln wollen? Sollte das eine Drohung sein? Echt niedlich. Gehen Sie einfach weg. Nö. Liam Burke, ein Monarch Security Officer. Unser erstes Treffen war geradezu herzlich, wenn man bedenkt, wie unser nächstes Treffen ablief. Okay. Guck mal, wie böse er guckt. Was haben wir hier noch? Von Bescheidenheit keine Spur. Was, Paul? Schwerpunkt Artikel über Paul Serene. Liverpool University Angestellter im Schlaglicht. Paul Serene, Projektleiter. Mit einer erfolgreichen Vergangenheit voller äußerst profitabler Geschäftsunterfangen schloss sich Paul Serene 2010 der Liverpool University an, um eines der bedeutendsten physikalischen Forschungsprojekte zu leiten, das jemals an der
an der Universität stattgefunden hat. Er ist der jüngste Projektleiter in der Geschichte unserer Universität und bis heute mit Abstand der erfolgreichste. Seine Beteiligung hat geradezu eine Flut an Unterschätzung durch profilierte Investoren ausgelöst, was zu einem ambitionierten, bisher jedoch nicht enthüllten Quantenphysikprojekt geführt hat, das den Namen Projekt Promenade trägt. In seinen eigenen Worten: Ich bin selbst kein Wissenschaftler und daher hat es viele vielleicht überrascht, dass ich gekämpft habe, um die Stelle als Projektleiter der Entwicklung hier an der Universität zu erhalten. Für mich ist ein Traum wahr geworden. Als Heranwachsender war mein bester Freund der Bruder des berühmten Quantenwissenschaftlers William Joyce. Ich war schon immer von Williams Arbeit fasziniert. Und seine Publikation zwischen 1997 und 1999 waren bahnbrechend für die wissenschaftliche Gemeinschaft. Als Geschäftsmann war es mir möglich, dabei zu helfen, den Pfad zur Erschaffung praktischer Anwendungen von Williams Arbeit zu formen, indem ich auf der Basis aufbaue, die er mit einer Gruppe äußerst talentierter Wissenschaftler geschaffen hat. Das war die Grundlage für das Projekt Promenade und die Ergebnisse sind absolut revolutionär. Paul Serenes Lieblingsteam sind die Riverport Rexes. Man kann ihn bei jedem Spiel in der ersten Reihe finden. Das klingt doch gut. Was haben wir hier noch? Artikel in Erinnerung an Dr. Kim. Es tut mir leid, dass ich so schlecht lese. Es tut mir leid. In Gedenken Dr. Henry Kim, PhD, 1965 bis 2016. Unser geschätzter Freund und Kollege Henry Kim, PhD, ist am Freitag, den 12. Februar 2016, im Alter von 50 Jahren gestorben. Als Professor an der Riverport University wurde Dr. Kim für seinen unermüdlichen Einsatz in seinem Forschungsfeld und für seine Studenten gelobt. Sowohl Dr. William Joyce als auch Dr. Elton Meyer, deren Forschungsanstrengungen schließlich zur Entdeckung des Meyer-Joyce-Fields führten, waren seine Studenten. Später machte er sich als Leiter der physikalischen Forschungsabteilung beim Monarch Solutions einen Namen. Er behielt auch weiterhin seine Position und trug sehr zur Forschung an der Riverport University bei, wobei er seine Dienste für die Entwicklung vom Projekt Promenade zur Verfügung stellte, dessen Grundlage die Entdeckung seiner Studenten bildet und an dem er bis zu seinem Tod auch arbeitete. Okay. So. Gehen wir mal rein. Eine ziemlich lange Reise, nur um ein Forschungsprojekt zu sehen. Zwischen den Zeilen las ich, dass Paul unter sehr viel Druck stand. Er brauchte einen Freund. Ich wollte ihm helfen, so gut ich konnte. Gibt's ja gar nicht. Jack Joyce! Höchstpersönlich! Der hochverehrte Mr. Paul Serene. Wie geht's, reicher Mann? Halt die Klappe und komm her. Willkommen zu Hause. 6 Jahre. Ich dachte schon, du kehrst nie zurück. Ja, ich auch. Komm mit. Okay. Da lang. Komm, was können wir hier noch legen? Wir gehen nach oben ins Labor. Wie war der Flug? Erste Klasse, danke. Ein deutliches Upgrade seit unserem Roadtrip nach Utah. Ich vermisse diese Zeiten. Ich schätze, dass Will nicht zu uns stoßen wird. Er weiß nicht, dass wir hier sind. Ich wusste, dass Paul Will um Hilfe bei seinem Projekt gebeten hatte. Will war die einzige Familie, die ich hatte, aber er war schwierig. Vorfall? Herrje, Will, was hast du diesmal angestellt? Echt schön hier. Tatsächlich echt schön. Hey, Paul, glaubst du, du hast genug Platz hier? Nun, wir Geschäftsleute müssen ja irgendwo Golf üben. Wie viel hast du ihn dafür bezahlt, dass ich das bei meiner Ankunft zu sehen kriege? Sowas ist eine Nummer zu billig für mich. Können wir hier rein? Nein. Okay. Wollen wir eine Cola holen? Nee. Hier rein, Jack. Fahren wir nach oben. Ja, Moment. Die Anlage hier ist ganz ordentlich. Was soll ich sagen? Ich habe ein gewisses Talent, wohlhabenden Investoren das Geld aus der Tasche zu ziehen. Das auch noch was.
Wie ich sehe, sind Demos gegen Monarch gerade schwer in Mode. Ja, wundert mich, dass du da nicht mitmachst. Ich dachte, das wäre genau dein Ding. Nun, es war mal unser Ding. Du hast uns verraten. Ach, ich weiß nicht. Reich und erfolgreich ist auch nicht so schlecht. Solltest du versuchen. Glaubst du? Du verschweigst mir doch etwas. Geht es um meinen Bruder? Du musst dir immer noch sagen, hä? Wenn Will etwas falsch gemacht hat, dann... Jack, ich hatte einen Grund, mich bedeckt zu halten. Das Projekt, an dem wir arbeiten, es wird die ganze Welt verändern. Ach, warum habe ich das Gefühl, dass ich es gleich mit einer deiner langen Präsentationen zu tun bekomme? Wie käme ich denn dazu? Oh, sieh mal, eine perfekt platzierte Präsentation zu unserem Projekt. Wer hat die da wohl hingelegt? Schockierend. Okay. Spaß beiseite. Zum Labor geht's da lang. Komm. Ist hier noch irgendwas, womit wir interagieren können? Na los, komm doch einfach zum Punkt. Du hast dich kein Stück verändert. Hier ist noch was. Die Stadt hatte sich verändert. Paul hatte sich verändert. Es fühlte sich nicht richtig an, zurückzukehren. Es ist immerhin Ihre Heimatstadt. Haben Sie in den 6 Jahren nie das Verlangen verspürt, zurückzukehren? Das Verlangen, fortzubleiben, war größer. Alles Hightech. Hier ist nichts weiter, okay. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr diese langen Let's Plays, also wo man wirklich alles mitmacht, gerne mögt, oder ob ich lieber diese kurzen Let's Plays machen soll, mit direkt durch sozusagen. Willkommen zum Projekt Promenade. Okay, ich sehe noch nicht viel. Oh, okay. Ach du Scheiße. Ihr müsst eine Menge Kohle zur Verfügung haben. Was ist das hier alles? Die Zukunft, Jack. Vor dir siehst du die größte Entdeckung unserer Zeit. Sehr beeindruckend, aber Will ist der Wissenschaftler. Wozu brauchst du mich? Es gibt einen Grund, warum wir das hier um 4 Uhr morgens machen. Ich brauche jemanden, dem ich vertrauen kann. Du musst mir helfen, Will zu überzeugen. Ja, hatte ich mir schon gedacht. Als dein Bruder das Ausmaß unserer Anstrengungen erkannte, da... Nun ja, du kennst ja Will. Ja. Warte, ich muss was von meinem Schreibtisch holen. Will hat überreagiert. Er hat die Investoren vergrault, indem er behauptete, es gebe Rechenfehler, große Risiken. Alles ohne jeglichen Beweis. Es funktioniert, aber sie werden uns die Mittel kürzen, wenn ich es nicht beweisen kann. Wie ich sehe, weißt du immer noch nicht, was Privatsphäre ist. Irgendjemand muss dich doch im Auge behalten. Ja, geh vor. Jack, du weißt, dass es mir schwerfällt, um Hilfe zu bitten. Ich stecke wirklich in der Klemme. Du musst verstehen, dass die Tests, die ich hier durchführe, nicht so ganz legal sind. Du bist der Einzige, dem ich vertrauen kann. Was Will auch getan hat, ich will es wieder in Ordnung bringen. Ich habe meinen älteren Bruder geliebt, aber er hat es mir nicht leicht gemacht. Im Wesentlichen ist alles schon vorbereitet. Aber du bist derjenige, mit dem ich das machen will. Jack, ich danke dir. Ich wusste, dass ich auf dich zählen kann. Immer doch. So, kommst nach Hause, an Paul Serene. Ich packe meine Sachen und mache mich so schnell wie möglich auf den Weg zum Flughafen. Was auch immer, um was auch immer es da geht, sorg einfach weiter dafür, dass Will nicht weiß, dass ich nach Hause komme. Es ist nicht die Art von Päckchen, das ich unbedingt jetzt aufmachen muss. An Jack Joyce von Paul Serene. Ich habe gerade einen Flug von Bangkok nach River gebucht. Erste Klasse, wenn du ankommst, wird am Flughafen ein Taxi auf dich warten, das dich direkt zur Universität bringt. Ich kann dir nicht mehr in E-Mails sagen, aber dir alles erklären, wenn du hier bist. Du hast mir gerade das Leben gerettet. Es sind zwar nicht die idealen Umstände für ein Treffen, aber ich kann es kaum abwarten, dich wiederzusehen. So, am 7. Oktober kommst du nach Hause. Wir sind fast 2 Jahrzehnte Freunde und du hast nicht einmal um meine Hilfe gebeten. Die Sache muss schlimm sein. Bist du okay? In was für Problemen steckst du? Natürlich mache ich das. Du kannst auf mich zählen. Mann, ich bin gerade in Bangkok, aber ich werde so schnell wie möglich nach Riverport kommen.
Das ist von unten nach oben. Hätte ich von unten nach oben lesen müssen. Schade. Also, was ist das hier? Korridorschemata. Wenn man sich im Uhrzeigersinn bewegt, reist man in der Zeit vorwärts. Gegen den Uhrzeigersinn rückwärts. Oh, das ist so, als hättest du eine Uhr erfunden. Richtig. Jahre vor unserer Zeit. Du musst den Hebel dort drüben betätigen, an dem Kronanleitung steht. Dadurch wird der Kern aktiviert. Ich werde eine Diagnose durchführen und dafür sorgen, dass er stabil bleibt. Okay. Kann nur schief gehen. Da wird nur die Kronanleitung initiiert. Sicher, dass das so richtig ist? Die Messwerte sind stabil. Was war das? Der Kern repliziert die Auswirkungen eines mikroschwarzen Lochs. Ihn zu aktivieren kann also ein wenig heikel sein. Ein schwarzes Loch? Was genau testen wir hier? Das wirst du gleich sehen, hier entlang. Wir müssen den Korridor anheben. Wie in alten Zeiten, was? Ein bisschen illegal und ein Stück weit unverantwortlich. Ich hatte früher schon so einiges mit Paul getrieben. Aber das hier war etwas anderes. Allerdings wusste ich immer noch nicht, wie schwerwiegend und weitreichend die Konsequenzen sein würden. Wie konnte ich auch? Aber ich kannte Paul. Er spielte den Coolen, aber ich sah, dass er nervös war. Es ist soweit. Wir machen es wirklich, Jack. Das wird der Wahnsinn. Ja, wir müssen ja in die Konsole wahrscheinlich. Hier, nimm diesen Schlüssel. Du brauchst ihn, um den Korridor zu aktivieren. Okay. Für die Aktivierung müssen wir beide Schlüssel gleichzeitig umdrehen. Reine Sicherheitsmaßnahme. Bereit? Wie bei einer Atombombe. Warte, wir aktivieren doch keine Atombombe, oder? Finden wir es raus. 3, 2, 1. Verdammt, Paul! Was ist das? Der Korridor. Der Passagier tritt am einen Ende ein, folgt der Schleife, tritt am anderen Ende wieder aus. Und erscheint zum festgelegten Zeitpunkt dort, wo die Maschine genau dann physisch steht. Passagier? Warte, warte mal, dieser Korridor ist für... Du hast tatsächlich vor, in das Ding zu steigen? In die Maschine? Durch die Zeit? Das ist eine verdammte Zeitmaschine. Ich werde der Erste sein, Jack. Mit dir als Zeugen. Das ist verrückt, Paul. Das kann ja wohl nicht sicher sein. Was ist, wenn... Unser Team hat in der Testphase bereits bewiesen, dass es funktioniert. Sie ist bereit. Wir haben jeden einzelnen Test bestanden, jede einzelne Inspektion. Wir sind dabei, Geschichte zu schreiben, Jack. Du musst einfach nur diesen Schalter umlegen. 2 Minuten in die Vergangenheit. Merk dir diesen Moment. Paul, was? Wie? Keine Sorge. Alles okay, bleib ruhig, Jack. Bleib ruhig? Jetzt gibt es dich zweimal. Du hast dich verdammt nochmal vervielfacht. Das hier ist genau das, was passieren sollte. Dass er ist eine Zukunftsversion von mir aus... 2 Minuten in die Zukunft. Ein böses Zukunfts-Ich. Geschafft! Einfach unglaublich. Ich meine, was das für uns bedeutet. Wir könnten die Menschen vor Unheil warnen, Krankheiten heilen, bevor sie sich ausbreiten. Die Unterhaltung hatte ich gerade. Hört sich beim zweiten Mal immer noch gut an. Meine Güte. Jetzt geh du in die Maschine. Du musst den Kreis schließen. Ja, ja. Natürlich. Warte, Paul, was tust du? Es ist alles eine Schleife, Jack. Ich muss in die Maschine und zu dem Moment zurückreisen, an dem ich die Maschine verlassen habe, um hier zu sein. Und wenn du das nicht tust?
Es gibt kein Was, wenn. Ich bin hier, es ist schon geschehen. Aber was, wenn nicht? Du hast es gesehen, Jack. Wir haben es geschafft. Nein, das ist unmöglich. Das ist einfach unmöglich. Ich kann gar nicht... Wir können jetzt nicht aufhören. Wir müssen die andere Richtung testen. Stell die Maschine auf 5 Minuten in die Zukunft ein. Okay. Was tust du da? Oh nein. Jack. Will. Du musst mir helfen. Wir müssen das Ding abschalten. Nein, 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 nein. Halt ihn Halt's auf. Maul. Er beschädigt warte, den Kern. Jetzt, warte mal. Wir können es nicht abschalten. Paul ist noch da drin. Will. Halt's Maul. Sieh Halt's Maul. Sieh mich an. Nimm die Waffe runter, dann reden wir. Okay? Dafür ist keine Zeit. Du denkst nicht klar. Nimm die Waffe runter. Heilige Scheiße, Will. Die Zeit wird enden. Jack, bitte vertrau mir. Sonst was? Halt ihn auf! Nein, ich hol dich da raus. Ja, das war's. Oh Gott, oh nein. Nein, 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 nein. So belegant alles. Alles okay? Ich glaube ja. Ich will deinen Weg raus. Kümmere du dich um Will. Ja. Okay. Wills Worte halten in meinem Kopf wieder. Die Zeit wird enden. Will und Paul. Was zur Hölle ist das? Das hätte funktionieren müssen, Jack. Was zur Hölle? Das ist verrückt. Will! Will! Jack. Hey, Will. Der Nullzustand. Was haben wir getan? Sie hat mich gewarnt. Ich wusste, dass sie recht hat. Jack, die Luftschleuse klemmt. Die zweite Welt. Ich habe Paul gewarnt. Das hat die Familie. Das sollte nicht passieren. Die Zahlen sind doch. Schwer. Die Anomalie ist kollabiert. Jack! Es gibt nur diesen Weg. Ich gehe durch die Maschine. Paul, warte! Nein! Jack! Hier entlang! Jack! Jack! Wir können durch die Luke fliehen, durch die ich gekommen bin. Ich wollte Paul nicht im Stich lassen. Aber es gab keine Möglichkeit, ihm zu helfen. Ich wusste nicht, wo er landen würde. Hier rein! Schnell! Er ist hier! Feuer frei! Was zur Hölle? Schnell! Hier entlang! Da wohin? Jack, deine Hände. Wir müssen weiter. Nein! Okay, interessant. Ah!
Du hast... Was ist? Los, hier lang. Kann die Zeit beeinflussen. Das war das erste Mal, dass sich meine Kräfte bemerkbar machten. Ein unkontrollierbarer Energieschub, der Will gerettet hat. Jack, weil du so nah am Impuls warst, muss er deine Verbindung mit dem Kronon-Feld verändert Will. Haben. Was ich da eben getan habe. Was zum Teufel ist hier los? Das versuche ich dir gerade zu erklären. Aber nicht so, dass ich es verstehe. Eine Explosion ist schlecht für die Zeit. Wenn die Zeit ein Ei ist, dann ist dieses Ei jetzt zerbrochen. Das Zeitei ist im Arsch. Was? Wieso geht es denn jetzt um Eier? In der Zeit ist ein Riss. Sie bricht auseinander. Und das führt zum Ende der Zeit und die Tür. Was? Verschlossen. Ich habe keine Zugriffsrechte mehr. Das hat nichts gebracht. Geh zur Seite. Ich krieg sie schon auf. HQ, sicheres Hörbuch. Will, da sind noch mehr. Versteck dich. Haltet die Augen auf. Könnte sein, dass sie hier entlang sind. Sie kommen. Hier rein. Ich habe Paul gewarnt, dass die Berechnungen falsch sind. Ich habe versucht, dich dazu zu bringen, mir zuzuhören. Indem du mir eine Waffe vor die Nase hältst? Ja, eine Waffe. Das anerkannte Symbol für Hals, Maul und hör mir zu. Wie immer, ganz logisch. Du... Nein, was denn? Ich weiß nicht. Warte. Ist alles in Ordnung? Okay. Sicher, dass er nicht wieder rauf ins Labor ist? Vielleicht ist er zurück und hat versucht mit dem Server... Das ergibt alles keinen Sinn. Wie? Warum bist du überhaupt hier? Das ist im Moment deine größte Sorge? Um ihn aus seinem Versteck zu scheuchen. Paul bat mich, dein Chaos in Ordnung zu bringen. Mein Chaos? Verstehst du überhaupt? Kümmere mich drum. Ich sehe da hinten überhaupt nichts. Vielleicht muss ich dahinter kriechen. Scheiße! Spider-Team, Sichtkontakt. Ziel verlässt den Server. Hast du gehört? Los. Service Lift? Wer ist denn das? Du kennst die Zusammenhänge überhaupt nicht, Jack. Du warst nicht hier. In 6 Jahren ist viel passiert. Hier geht es um mehr als uns. Nimm's nicht persönlich. Sie versuchen uns zu töten, Will. Das ist schon sehr persönlich. Glaub mir, das Letzte, was ich wollte, war, dich mit reinzuziehen. Es tut mir leid. Ah. Das ist ein sehr schönes gemachtes Spiel. Laborsicherheitsstufe von Paul Serene. Hey James, ich musste gerade mit Paul Serene über 3 Stunden jeden Schritt bis ins letzte Teil zur Aktivierung der Maschine durchgehen. Wissen Sie, was bei Projekt Promenade vor sich geht? Glauben Sie, er wird uns ersetzen? Was ist mit Dr. Joyce? All das Zeug, was er darüber gesagt hat, dass wir das Chronofeld nicht stabilisieren werden können. Was, wenn er bezüglich der fehlerhaften Berechnungen recht hat? Ich weiß, er wirkt wie ein Spinner, aber ein großer Teil der Forschung, auf der wir jetzt bauen, stammt von ihm. Ich verstehe nicht, was ein möglicher Fehler für Konsequenzen haben könnte, aber Joyce scheint zu meinen, dass sie sehr ernst wären. Ich habe heute auch versucht, eine Übersicht über die Zahlen zu finden, aber alle Dateien wurden von jemandem namens Martin Hedge von Monarch Solutions gesperrt. Ich weiß, dass die... einiges an Geld in dieses Projekt gesteckt haben. Aber haben die wirklich so viel Macht über uns? Ich bin so verwirrt. Ria. Der Riss in der Zeit wird immer größer. Wir müssen etwas dagegen tun, bevor es zu spät ist. Wie? Als erstes müssen wir zu meinem Wagen. Mach du das mit der Tür. Will, runter! Ziel ist bewaffnet. Eröffne Feuer. Wir sitzen fest. Hab ich auch schon bemerkt. Himmel. Los, los, Jack, los. Bist du... Will, bleib unten. Lass die Waffe fallen, Joyce. Dann hört auf uns zu schießen.
Will, alles in Ordnung? Ich glaube schon. Aber Jack, das war... Ich weiß. Das ist völlig außer Kontrolle geraten. Ich habe schon mal eine Knarre benutzt. Ich war schon in brenzligen Situationen, aber ich wurde noch nie von professionellen Gangstern gejagt. Paul war sich sicher, dass das Experiment funktionieren würde, dass die Zahlen richtig waren. Weil seine Spezialisten ein Haufen Vollidioten waren. Ihre Formeln haben diese Variablen nicht berücksichtigt. Du korrigierst jetzt die Formeln? Wenn sie das vorher gemacht hätten, wäre das nicht passiert. Lass uns hier verschwinden. Gut, Quantenwellen. Okay. Was haben wir hier noch? Das ist nicht gut. Überhaupt nicht gut. Ein MP. Da ist der Lift zur Lobby. Warte. Er kommt runter. Versteck dich! Nicht schon wieder. Los, 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 los. Das schaffst du. Das schaffst du. Wo sind die anderen? Das gefällt mir nicht. Diese Typen tragen Monarch-Uniform. Monarch? Was? Also schießt Monarch auf uns. Reiß ich doch nicht. Hey, dieses Mal ist es nicht meine Schuld. Den Zivilisten ausschalten. Ich glaub's nicht. Wir müssen ihn umgehen! Joyce ist auch hier! Die Zeit spielt wieder verrückt. Ach was, wir müssen los. Hast du das gehört? Sie kennen unsere Namen. Sie wussten, dass wir hier sein würden. Sie sind hinter der Zeitmaschine her. Der Lift. Er ist der einzige Weg hier raus. Wir können nicht zu deinem Wagen. Monarch könnte dort auf uns warten. Wir müssen, Jack. Es ist wichtig. Der Riss muss repariert werden. Wir müssen zu meinem Auto. Okay, also, erklär mir das mal, Will. Die Zeit ist also zerbrochen. Gut. Und jetzt sagst du, dass wir das reparieren können? Theoretisch schon. Ich habe für so einen Fall etwas gebaut, vor vielen Jahren. Aber es wird nicht einfach sein, die Gegenmaßnahme zu finden. Die Gegenmaßnahme? Was? Okay. Was ist? Vielleicht lassen sich die Türen noch öffnen. Ich versuch's mal. Will? Oh, Scheiße. Schon wieder eingefroren. Irgendwie konnte ich mich darauf konzentrieren und Will aus seiner Starre lösen, auch wenn die Welt noch eingefroren war. Anomalie. Sie hatte recht. Mit dem Riss. Mit allem. Sieht geil aus. Jetzt haben die keine Waffen mehr. Was haben wir hier noch? Wenn die Anomalie kollabiert, sollten wir besser weg sein. Wo steht dein Wagen? Hier entlang. Was hat mich getroffen, als ich hier unterwegs war? Sie bleibt erstarrt. Es hat bei dir funktioniert. Warum funktioniert es bei den anderen nicht? Ich weiß es nicht. Vielleicht hat es etwas mit den Kronenpartikeln zu tun. Schau sie dir an. Das ist eine verdammte Invasion. Was machen sie? Und warum? Sie schnappen sich alle. Alle Zeugen, die von ihren Unternehmungen wissen. Wir können durch den Hörsaal zum Parkplatz gelangen. Du sagtest, du wärst darauf vorbereitet. Woher wusstest du, dass es passieren würde? Beth Wilder. Es ist kompliziert.
Ich erkläre es im Auto. Okay. Durch diese Tür. Anomalie ist kollabiert. Für den Moment. Oh nein, nein, mein Wagen. Sie bewachen den Parkplatz. Oh Gott, das ist... Okay, okay. Will, beruhige dich, okay? Ich kümmere mich darum. Ich werde mich durchkämpfen. Ich hol das Auto her. Bist du sicher, dass du das schaffst? Nein, bist du sicher, dass du die Zeit retten kannst? Nein. Dann sind wir wohl quitt. Siehst du. Hier, die Schlüssel. Hey, Jack. Sei vorsichtig. Ja, okay. Ich bin immer vorsichtig. Zeitblick. Drücke V, um den Zeitblick zu aktivieren, mit dem du Gegner Gefahren und Gegenstände aufwendig machen kannst. Der Zeitblick wird dir aktiviert, wenn du dich bewegst. Was zur Hölle? Meine Kräfte wurden stärker. Ich konnte jetzt Dinge fühlen. Warnungen. Und auch Echos aus der Ich habe gerade Befehle von Monarch Actual erhalten. Da wir schon mal hier sind, sollen wir den Wagen von William Joyce finden. Gibt's ein Kennzeichen? Sie arbeiten dran. Pff, wahrscheinlich irgendein Schwachsinn wie Xenon oder Neutron. Versuch das so leise wie möglich zu machen. Ich weiß nicht, ob wir schießen dürfen, deswegen. Ach, die kommen hier alle her, das ist doof. Der ist hier, der ist hier. Ich konnte ein Echo aus der Vergangenheit sehen, wie Will in die Universität gekommen ist. Ich hoffe wirklich, ich bin nicht zu spät. Das ist geil gemacht. Ich sehe die Vergangenheit. Scheiße! Was hast du drei? Etwas hatte sich verändert. Ich konnte die Hand ausstrecken und die Zeit in einem bestimmten Bereich anhalten. Bleib von mir! Du weißt nicht, was du tust! Will! Oh, fuck! Sie kommen von da, wo ich Will zurückgelassen habe. Ich muss zu ihm. Das war schnell. Wenn ihr ihm was angetan habt, ergebt euch! Nimm mir rein! Was? Wegbleiben! Ich kann es kontrollieren. Ziel flankieren! Wir müssen hinter ihnen kommen. Wir müssen ihn flankieren.
Scheiß auf das Auto. Ich muss zu Will. Du bist Jack Joyce. Wo ist er? Wo ist mein Bruder? Sie bringen ihn in die Bibliothek. Vielleicht kannst du sie noch einholen. Warum hilfst du mir? Du hörst zu denen. Es ist nicht so einfach. Ich weiß nicht, ob du schaffen wirst, aber du solltest dich beeilen. Das war das erste Mal, dass sie Beth Wilder sahen? Ja, aber sicher nicht das erste Mal, dass sie mich sah. Will. Will! Wo ist Will? Mal schauen, wo wir unseren Bruder finden. Keine Zeit zu vergeuden, ich muss zu... Sollen William Joyce Leben fangen, wenn er sich nicht wehrt. Bitte, lass mich gehen! Ich kann. Halt die Fresse! Halt einfach die Klappe, okay? Der Boss will, dass wir ihn in die Bücherei bringen. Er will sich persönlich um ihn. Fuck! Scheiße! Die Katze will ich auch haben. Du hast es sogar. Ich muss zur Bibliothek. Da bringen sie ihn hin. Weiter geht's, Jack. Sie hatten immer noch keine Ahnung, dass Wilder ihnen half? Sie war nicht die Einzige. Okay. Ah. Auf dem ganzen verdammten Campus sind die Lichter aus. Jemand hat den... Es ist Joyce! Lass die Tür. Wir schicken
wussten die das bloß? Okay, ich muss zur Bibliothek. Warum bringen Sie mich hier hin? Es ist eine Bibliothek. Ich muss ein paar verdammte Bücher zurückgeben. HQ, wir haben William Joyce in die Bibliothek gebracht. Erwarten Befehle. Ende. Will, Sie haben ihn zur Bibliothek gebracht. Ich muss einen Weg nach drinnen finden, und zwar schnell. Es muss einen anderen Weg hineingeben. Kam das her? Bin wohl nicht der Einzige, der einen Groll hegt. Aber wie es scheint, haben die Anti-Monarch-Proteste an der Riverfront. Ich will denn jetzt hier reingehen. Das war gar nicht geplant. Könnte ein Weg nach oben sein. Komm schon, dafür ist keine Zeit. Irgendwie muss ich das Teil verlangsamen. Ah, mit der Zeitblase. Zum Teufel ist hier los. Finde Will. HQ, wir haben William Joyce in die Bibliothek gebracht. Erwarten Befehle. Sie haben ihn. Ich frage mich, wo der Bruder ist. Die Bibliothek fliegt in die Luft. Jetzt? Thank you.
Warum bringen Sie mich hier hin? Es ist eine Bibliothek. Ich muss ein paar verdammte Bücher zurückgeben. HQ, wir haben William Joyce in die Bibliothek gebracht. Erwarten Befehle. Ende. Jack, lauf! Okay. Was können wir noch alles? Bist du okay? Dir geht's gut. Es gibt einen Haufen neuer kranker Scheiße, die du mir erklären musst. Hol mich zuerst hier raus. Klar. Oh Gott. Die Steuerung ist echt komisch. Wir müssen uns beeilen. Wo ist mein Auto? Die Farbe hat mir nicht gefallen. Holen wir uns ein neues. Was? Nein, Jack! Ich brauche meine... Warte kurz. Meine Aktentasche war in dem Auto. Ich kaufe dir eine neue. Ist doch nur eine verdammte Aktentasche. In der Tasche ist aber was, das ich brauche, um den Riss aufzuhalten. Das konntest du mir nicht früher sagen? Ich war damit beschäftigt, entführt zu werden. Ja, nun, ich kann dich immer noch hier lassen. Das gehört zu der kranken Scheiße, die du mir erklären musst. Hast du Theorien zur Fähigkeit, die Zeit zu manipulieren? Nein. Dann wär's aber Zeit für eine. Warum schießen die immer noch? Ein bisschen Hilfe? Waren das alle? Ja, ich denke schon. Wir müssen meine Aktentasche holen und dann Beth Wilder finden. Warum? Wer ist das? Sie weiß vom Riss. Ich vertraue ihr. Schön, dass du jemandem vertraust. So einfach ist es nicht, Jack. Ich habe dich nicht in alles eingeweiht, um dich zu beschützen. Beschützen? Schau dich um, Will. Sieh nur, wie beschützt wir sind. Das ist nicht meine Schuld. Beth hat mich davor gewarnt. Ich habe alles unternommen, um es aufzuhalten. Du hast mir nie etwas gesagt. Nichts. Ich konnte nicht... Wie lange weißt du es schon? Für sowas haben wir jetzt keine Zeit, Jack. Wir brauchen diese Aktentasche. Na los, bevor hier noch mehr von denen auftauchen. Jack! Okay. Oh. Jack, wir müssen los. Warte. Also die ganze Zeit nur verarscht. Was ist mit dir? Was tust du da?
Nur was nötig ist. Denk nach, du weißt nicht, was auf dem Spiel steht. Ich weiß genau, was auf dem Spiel steht. Deshalb bin ich hier. Ich gebe dir eine Chance, dich anders zu entscheiden. Dieser Pfad ist vorbestimmt, lässt sich nicht ändern. Vergangenheit, Zukunft. Ich hab's gesehen. Ich hab's erlebt. 17 Jahre lang. 17 Jahre. Das warst du. Das erste Experiment. Geh mit mir und wir stehen das durch. Oder klammer dich an deine Hoffnung und geh dabei drauf. Hör zu, ich habe ein Gerät. Ich kann das aufhalten, wirklich. Kannst du nicht. Das ist Wahnsinn. Es schadet nicht, es zu versuchen. Tut es doch. Und deshalb kann ich deinen Widerstand nicht dulden, Will. Das hier muss wirklich nicht so enden. Wir können das nicht zulassen. Ich werde niemals aufgeben. Es dauerte Jahre, bis ich verstand, was zu tun war. Aber die haben wir nicht mehr. Warte, warte, warte. Auslösen. Ich habe das nicht gewollt. Alles klar, Leute. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, lasst doch einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr neu auf dem Kanal seid, dann lasst auch ein Abo da. Wir sehen uns beim nächsten Part. Haut rein. Ciao.